Willkommen zu Frequent Traveler TV. In der heutigen Ausgabe geht es um Airbus A350. Ihr habt ihn ja bei mir auf dem Tisch schon mehrfach gesehen. Heute aber eine unschöne Geschichte, und zwar Lackprobleme. Normalerweise lästern wir ja immer so ein bisschen über die 787 oder die 737 Max von Boeing. Mit hast Scheiß am Fuß, hast Scheiß am Fuß. Aber irgendwie müssen wir uns dem Thema jetzt bei Airbus auch annehmen. Wir werden euch einige Bilder zeigen, die wir von Reuters bekommen haben. Von der Seite kopiert natürlich, was es da für Probleme gibt und wie Qatar darauf reagiert hat. Wir haben es ja schon mal gesagt, aber ihr wisst ja an dieser Stelle wie immer. Das Intro. Geht los. Willkommen zur Frequent Traveler TV und an dieser Stelle wie immer der Abonnierbefehl. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, die Glocke anzumachen und vor allem ganz, ganz wichtig, kommentieren. Hoffmeister, ich habe es gesehen im Augenwinkel. Und den Beitrag liken, damit wir, und ihr wisst schon, nach Rakete nach oben gehen. Das heutige Thema ist eher ein Thema, wo wir ein bisschen Buße tun müssen, wo wir uns entschuldigen, vielleicht nicht unbedingt, aber doch sagen müssen, wir haben uns das zu leicht gemacht. Wir haben ja immer so ein bisschen despektierlich über Qatar geredet, besonders der Mario, ich war da ja etwas ruhiger. Boah, das ist ja unglaublich. Hatten das ein bisschen als Folklore abgetan bei Herrn Barker und haben da halt ganz einfach, ja, ich sage einfach mal, die Situation falsch eingeschätzt. Mario, möchtest du den Zuschauern da kurz einen Input geben, während ich die Bilder versuche hochzuladen? Ja, wir kennen die Geschichte, dass die A350 gegroundet sind aufgrund von Lackschäden, die zumindest die Flugsicherheitsbehörden da als so gravierend einschätzen, dass die Flugzeuge im Moment am Boden bleiben müssen. Und wir haben ja mal rumgeungt, das soll nur den Druck auf Airbus erhöhen, um da vielleicht ein paar günstigere Preise noch abzugreifen. Daraufhin sind ja dann auch wieder die A380 in den Einsatz gekommen, weil man nicht genug Flugzeuge hatte. Und jetzt stellt sich heraus, dass andere Fluggesellschaften, unter anderem auch die Lufthansa und die Finnair, ähnliche Probleme haben. Sie allerdings nicht so lautstark verkündet haben und auch die Flugzeuge nicht gegroundet sind. Aber wenn du mittlerweile die Fotos gefunden hast, da lässt sich am Beispiel wahrscheinlich etwas besser zeigen, ja, was da so gemeint ist. Ja, das erste Bild lasse ich jetzt schon mal rein. Das ist ganz klar, wo man das sieht, die Struktur ist offen, die Farbe ist abgeplatzt. Ja. Ich höre mich gerade übrigens bei dir im Echo, Mario. Das ist nicht gut. Ja. Insofern, ich finde das schon, ich will nicht sagen bedrohlich, aber es sieht halt einfach als Dekorschaden nicht so toll aus. Dann das zweite Bild, das wäre auch nochmal aus einem anderen Winkel, wo man halt wirklich sieht, dass man die Struktur sieht. Auch die Farbveränderung, das kann natürlich daher kommen, dass es einen Blitzeinschlag oder sowas gab, aber trotzdem, das ist nicht hübsch, ne? Und, nee. Also die große Frage ist ja, hat das jetzt mit der Struktur des Flugzeuges zu tun oder hat es damit nicht zu tun? Sind es sozusagen tatsächlich Lackschäden, nur Lackschäden, oder ist es sozusagen im wahrsten Sinne des Wortes tiefergehend? Und das interessiert uns als Passagiere natürlich auch, die wir in diesen Flugzeugen ja dann im Zweifel sitzen. Ja, ich habe jetzt die Bilder mal einfach durchlaufen lassen und habe die hier reingestellt. Also ich finde sie schon in der warmen Struktur beeindruckend dahingehend. Das Problem, und das hat man mir so erklärt, ist, dass wenn das Wasser in die Waben eintritt, ist das grundsätzlich kein Problem, da rostet und trottet nichts. Aber wir wissen ja alle, wie Wasser, wenn wir, und das hatte ich ja gestern schon erzählt, die Flasche in den Kühlschrank, in den Gefrierfach legen oder draußen jetzt bei Eis und Schnee, das platzt und genauso kann das da platzen. Und mit dem Lack hattest du ja gesagt, dass Lack sich dehnt, aber die Kohlefaser, hätte ich fast gesagt, die Carbon. Eben. Das ist halt das Problem, beziehungsweise auch der Vorteil natürlich am Carbonwerkstoff, leicht und bleibt stabil in der Form. Das Problem ist halt die anderen Werkstoffe,
insbesondere die, die außen sind und natürlich für diversen Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, dass die natürlich die physikalischen Eigenschaften haben, sich auszudehnen oder zusammenzuziehen, je nachdem, ob es nur heiß oder kalt ist. Also die EASA, die sich das ganze Jahr angeguckt hat und da halt dann auch sich das in Doha angeschaut hat vor Ort, hat ja gesagt, dass das ein Kosmetikschaden sei. Also insofern sollten wir da etwas entspannt sein, aber der Akbar Al-Barker ist da halt etwas unentspannter, ist halt bekannt in der Branche dafür, aber in dem Fall hat er eigentlich recht, weil ich glaube einfach, wenn du halt ein Premium-Carrier bist und du hast halt eine Maschine, die so aussieht nach einer Zeit, die in keiner Relation steht, und das ist ja schon bei einigen Maschinen ein Jahr nach der Auslieferung passiert, dann ist das für uns Passagiere natürlich von der Seite des Vertrauens schwierig, weil wir können natürlich die Flugsicherheit nicht einschätzen. Und man sieht ja auch, wie Passagiere teilweise reagieren, wenn Flugzeuge irgendwo am Sitz nur eine Leiste oder irgendwas kaputt ist oder der Kopfhörer nicht geht. Dann denkt man, oh Gott, was ja eigentlich auch zu Recht so ist, weil man erwartet ja für sein Geld ein Produkt, was man bezahlt. Und ich halte es für schwierig und Airbus muss dann nachbessern. Ich war vor 10 Jahren in Seattle, in Payne Fields bei Boeing. Die 787 war da ja quasi in Planung. Wir hatten uns da auch den ersten 787 Dreamliner angeschaut. Dann waren wir danach in Toulouse ein Jahr später bei Airbus. Und da weiß ich noch, wie Airbus sich ja ein bisschen lustig gemacht hat, weiß ich nicht, aber so die Richtung über Boeing, weil man bei Airbus halt dieses Mesh-Gewebe über den Carbon gelegt hat, um halt diese Ableitfähigkeit bei Blitzeinschlägen zu gewährleisten. Und irgendwie ist das, glaube ich, das Problem, dass dieses Mesh halt die Farbe nicht so bindet und dass das dann abplatzen kann. Ja, das ist natürlich der Nachteil bei Carbon, das leitet nicht. Man braucht natürlich tatsächlich noch irgendwas auf der Flugzeughülle, das elektrisch leitend ist. Ansonsten wäre das bei Gewittern tatsächlich ein Problem. Faradayscher Käfig hatten wir ja alle in der 7. oder 8. Klasse. Ganz genau. Und spannend finde ich halt auch wirklich, dass die ersten Sachen schon seit 2017 oder 16 sogar bekannt sind. Das heißt also, nachdem Finnair der erste europäische Betreiber des Flugzeuges war, da gab es dann direkt schon in Messaging Boards von Finnair Mitteilungen, wo man gesagt hat, Paint is in a very bad condition. Oder Cathay Pacific hat gesagt, to some extent cosmetic deterioration. Wenn die Fluggesellschaft das sagt, dass das kosmetisch ist, ist das zwar ganz hübsch und ganz toll, aber am Ende des Tages, nach einem Jahr oder 2 Jahren, nachdem so ein Flugzeug im Dienst ist, ist das zu früh und da muss halt ganz dringend was gemacht werden. Da ist ja eigentlich das Neue noch nicht von weg und wie die Bilder, die du gezeigt hast, ja deutlich erkennen lassen, mit ein bisschen Lackstift ist da wirklich nichts zu machen, denke ich mal. Nee, ich zeige nochmal vor allem das letzte Bild, glaube ich, war das. Da sieht man auch, dass das richtig Abplatzungen sind. Ja. Also ich wenn das an meinem Daimler, den ich nicht habe, passieren würde, Mario ist ja jetzt Daimler-Fahrer, dann wäre ich da natürlich ein bisschen schockiert, um das mal so zu sagen. Der Tat. Wobei ich aber auch glaube, dass dieses Leaken der Bilder jetzt nicht ganz unbeabsichtigt war zu diesem Zeitpunkt. Das ging sich da in der Tat um den A350F, den die Qatar Airways ja haben wollte. Lustigerweise wird ja jetzt ein Flugzeug gekauft, was es offiziell gar nicht gibt, und das ist die 777XF, also als Frachterversion. Und da winkt Qatar mit 50 Bestellungen. Also finde ich sehr, sehr spannend. Und in der Dubai Air Show oder auf der Dubai Air Show hat man wahrscheinlich von Qatar sehr viel sich anhören dürfen bei Airbus, und das war halt dann in der Nachlese das Ding, ne? Also dass man da nachgetreten hat, weil es entweder keine Rabatte oder irgendwas gab und Airbus sich da Die Auftragsbücher sind wahrscheinlich voll im Moment, auch bei Airbus, ne? Insofern hat man da wahrscheinlich gesagt, nee, kommt Jungs, so nicht. Ja, das ist ja wie immer im Leben, also ich sag mal so, wenn, je nachdem wer am längeren Hebel sitzt, wie das so schön heißt, nur wir müssen uns 2 Sachen immer vor Augen halten. Es gibt am Markt wirklich nur 2 große Player. Ich weiß nicht, inwieweit die Freunde aus Asien was werden. Ich muss mal gerade sagen, wo habe ich denn die Visitenkarte? Und zwar
weiß es gar nicht, von dem russisch-chinesischen Konsortium. Ich habe die Karte irgendwo gewesen, Visitenkarte gehabt. Mit dem neuen Flugzeug. Es wird aber in einer anderen Größe sein. Ob die wirklich ein Player werden, glaube ich nicht. Und Qatar ist ja auch eine Fluggesellschaft, die angewiesen ist auf Airbus und auf Boeing. Und die können es ja nicht mit beiden verknusen. Ganz einfach deshalb, weil sie ja nicht mehr wachsen können. Und lustigerweise kommt ja deshalb der 380er zurück, weil der 350er mit 20 Flugzeugen von 53 Stück gegroundet ist. Und da gibt es ja auch eine interessante Meldung. Ich weiß nicht, ob du die heute gelesen hast, Mario, dass in 21 Tagen 120 Flüge abgeritten worden sind mit dem Vogel. Natürlicherweise, um die Crews wieder im Inline-Training zu bekommen, also dass die wieder fliegen dürfen, genau wie British Airways mit dem 380er zwischen London und Frankfurt hin und her rennt. Ja. Leider, Lufthansa 380er immer noch tote Hose. Ja, aber leider. Wir müssen euch auffordern, dass ihr etwas zu dem Thema kommentiert, oder Mario? Was ist Ich würde das auch sagen. Vielleicht kann man ja eine Bewegung starten. Bring back the A380. Hashtag. Hashtag. Lufthansa, bring back the A3. Und mal sehen, vielleicht lässt sich Lufthansa ja da erweichen. Ich glaube es allerdings eher nicht. Ich glaube, man plant da nun wahrlich überhaupt gar nicht mehr. Aber man soll ja bekanntlicherweise niemals nie sagen, aber es scheint doch eher sehr unrealistisch zu sein zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, ganz genau. Also insofern sollten wir uns dann auf den 350er konzentrieren. Ihr könnt natürlich zum 380er kommentieren, aber ihr könnt auch schreiben. Genau, Hoffmeister hat gelernt. Danke für die Kollegen, die gestern unter dem Beitrag, aber auch per WhatsApp geschrieben haben, dass mit den zwei Fingern, das muss er lernen. Insofern schreibt einfach, ob ihr diese Dekorschäden als Dekorschäden wahrnehmt oder ob das für euch eine Sache ist, wo ihr sagt, schwierig, da bekomme ich Angst zu fliegen. Ich selber bin unschlüssig, was ich davon halten soll, ob das ein Dekorschaden ist oder, wie Kessel gesagt hat, a cosmetic issue. Das ist ja nicht irgendwie, ob sich da eine Dame, die man trifft, beim Pinseln irgendwie zu viel Rouge auf die Wangen geschmissen hat. Es geht ja auch nicht um Riss oder so. Also ganz, ganz schwierig. Aber was ist eure Meinung dazu? Schreibt es einfach unten in die Kommentarspalte rein. Wir sind gespannt. Und sollen wir uns bedanken? Ne? Wir sind ja schon wieder am Ende. Ja, wir bedanken uns fürs Zuschauen und würde sagen, bis zum nächsten Mal, oder? Ja, danke, dass ihr dabei wart. Abonnierbefehl gilt wie immer. Glocke an, kommentieren unten und natürlich den Beitrag liken. Danke, dass ihr heute wieder dabei wart bei Frequent Traveler TV und ich sage einfach mal Winke, Winke. Mario, Winke. Tschüss. Ja, tschüss. Naja.